geht es um Eigenvektoren und den Eigenraum. Ihr solltet vorher auf jeden Fall mein Video zum Thema Eigenwerte und charakteristisches Polynom angeschaut haben, damit ihr wisst, was sind überhaupt diese Eigenvektoren und wie könnt ihr überhaupt die Eigenwerte bestimmen. Die solltet ihr nämlich in diesem Fall schon bestimmen können. Und wenn ihr jetzt schon wisst, wie ihr eben die Eigenwerte bestimmt und was das Ganze eigentlich sein soll, dann kommen wir jetzt zu den Eigenvektoren. So, die Eigenvektoren, wie können wir die bestimmen? Ich habe wieder das gleiche Beispiel wie im letzten Video gewählt, da haben wir ja schon die Eigenwerte bestimmt und zu dieser Matrix aus dem letzten Video möchte ich jetzt auch die Eigenvektoren und die Eigenräume bestimmen. Also, um das Beispiel nochmal aufzuschreiben, das war die Matrix A. 1, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 3. So. Und wir haben ja im letzten Video schon die Eigenwerte bestimmt und haben dabei als Ergebnis herausbekommen, Lambda 1 ist 1, Lambda 2 ist minus 1 und Lambda 3 war 5. So, das war also unser Ergebnis für die Eigenvektoren, für die Eigenwerte von dieser Matrix. Und jetzt haben wir eben die Aufgabe, die Eigenvektoren zu bestimmen. Nochmal als Erinnerung. Wir hatten im letzten Video herausgefunden, dass A minus Lambda mal die Einheitsmatrix und das Ganze hier mal V 0 ergeben muss. Wenn sich jemand fragt, wie das jetzt zustande kam, schaut euch bitte das letzte Video an, da haben wir das ja geleitet. Hängt eben mit der Erklärung zusammen, was Eigenvektoren und Eigenwerte überhaupt sind. So, also das hatten wir uns hergeleitet im letzten Video und wir haben gesagt, dass V in dem Fall unser Eigenvektor ist. Zum jeweiligen Eigenwert Lambda. Das heißt, wir können jetzt unser V quasi berechnen, indem wir eben, wir haben ja drei verschiedene Lambdas, also machen wir eben der Reihe nach, fangen wir mal an mit dem ersten Lambda, und zwar Lambda 1 soll jetzt 1 sein. Das heißt, hier würde dann stehen A minus Lambda mal E. A minus Lambda mal E haben wir auch aufgeschrieben, wie das aussieht. Das war eben 1 minus Lambda 2, 2, 2, 1 minus Lambda 2, 1, 1 und 3 minus Lambda. Also quasi auf der Diagonalen minus Lambda. Wem das nicht klar ist, wie das zustande kommt, auch alles im letzten Video. So, so sieht das quasi aus, dieses A minus Lambda mal der Einheitsmatrix. So, und das hier mal V, da kann ich auch gleich mal hier... ja, ich nenne jetzt mal mein V, das soll der Vektor x1, x2, x3 sein. Also sind ja in A hoch 3. x1, x2, x3. Also haben wir hier das hier mal x1, x2, x3. Ich schreibe es gleich so hin. Und das soll dann 0 ergeben. So, jetzt wissen wir, das hier ist ja eine 3-Kreuz-3-Matrix. Und das hier eben Zeile, wir haben drei Zeilen und eine Spalte, also 3-Kreuz-1. Heißt, die können wir miteinander multiplizieren. Wenn das nicht klar ist, wie man Matrizen und Vektoren multipliziert, bitte erst das Video zur Multiplikation von Matrizen anschauen. Also Rechnen mit Matrizen ist das erste in meiner Playlist Lineare Algebra. Dann kommt hierbei ein 3-Kreuz-1-Matrix und Vektor raus. Also in dem Fall eben Vektor, weil wir haben ja dann nur eine Spalte. Das heißt, das, was hier so als 0 steht, ist eigentlich 0, 0, 0. Wenn wir es jetzt mal so sauber aufschreiben würden. So. Das heißt, das hier soll also erfüllt sein. Und jetzt haben wir ja unser Lambda 1, soll 1 sein. Also schauen wir uns jetzt den Fall für Lambda 1 gleich 1 an. Dann können wir hier für die Lambdas jeweils 1 einsetzen. 1 minus 1 gibt 0. Dann steht da 2, 2. 2, dann haben wir 1 minus Lambda, also 1 minus 1 gibt wieder 0. 2 bleibt stehen. 1, 1 und 3 minus 1 sind eben 2. So, mal unser x1, x2 und x3 soll 0, 0, 0 ergeben. Das war quasi unsere Aussage. Wir suchen alle die Vektoren, die wir hier einsetzen können, eben sogenannten Eigenvektor oder Eigenvektoren, sodass das hier eben erfüllt ist. Ja, und jetzt haben wir einfach nur ein lineares Gleichungssystem. Ich denke, das kennt ihr alle. Wenn wir das jetzt ausmultiplizieren, diese Matrix mit dem Vektor, dann kommt da eben raus 0 mal x1, also das kann ich gleich weglassen, dann 2 mal x2 plus 2 mal x3
ist gleich 0. Dann die zweite Zeile, 2 mal x1. Dann hier haben wir eine 0. Dann plus 2 mal x3 gibt auch 0. Und unten 1 mal x1 plus 1 mal x2 plus 2 mal x3 soll eben auch 0 ergeben. So, und das Ganze hier, das müssen wir jetzt eben ausrechnen, also die Lösung für das lineare Gleichungssystem bestimmen. Gibt es verschiedene Verfahren, ich mache es jetzt so, ich löse immer eine Zeile nach x3 auf, setze dann die nächste ein, löse die nach x2 auf, setze dann wieder ein und löse die letzte nach x1 auf. Und deswegen, manchmal fällt auch schon vorher alles weg. Also fangen wir einfach mal hier oben an, ich löse das hier mal nach x3 auf. Und dann steht da, also 2x3 ist gleich, ich muss ja hier dann minus 2x2 rechnen zum Umformen, also minus 2x2. So, das löse ich jetzt gleich noch weiter auf, ich schreibe es hier nicht gleich mit ab, teile ich gleich geteilt durch 2, dann steht da x3 ist gleich minus x2. So, jetzt können wir das hier in die hier einsetzen. Dann steht hier unten 2x1, so jetzt plus 2x3, also plus 2 mal minus x2 ist also minus 2x2, ist gleich 0. Jetzt löse ich das hier nach x2 auf, mache ich mal plus 2x2, dann steht da 2x1 ist gleich 2x2 und geteilt durch 2, dann habe ich x1 ist gleich x2. Und jetzt setze ich das alles eben noch hier unten ein. Sollte sich jetzt logischerweise rauskotzen oder irgendein sinnvolles Ergebnis rauskommen, wenn hier jetzt ein Widerspruch entsteht, dann habe ich wahrscheinlich irgendwo einen Rechenfehler drin. Also dann steht da x1 plus x2 ist ja das gleiche wie x1, also plus x1 plus 2x3, also plus 2 mal minus x2 sind also minus 2x2, ist gleich 0. Und das x2 war ja x1, das heißt, das kann ich nochmal umschreiben, x1 plus x1 minus 2x1 ist gleich 0. Und ihr seht schon, dann steht hier 0 gleich 0, das passt also. So, jetzt was ist denn also meine Lösung? Ihr wisst ja, wenn ihr so ein lineares Gleichungssystem habt und davon die Lösung angebt, dann könnt ihr einfach mal für x3, also ihr seht ja, es gibt unendlich viele Lösungen, irgendeine Variable einsetzen. Also nehmen wir die mal t. Dann haben wir x2 ist ja minus x3. Also hier, wenn minus x2 x3 ist, ist x2 gleich minus x3, also haben wir dann hier minus t stehen. Und x1, wo haben wir das x1 hier? Das ist das gleiche wie x2, also dann auch minus t. Oder ich hole das t mal raus, also t mal minus 1, minus 1, 1. So. Und dieser Vektor hier, das ist dann eben mein Eigenvektor. Also haben wir hier den Eigenvektor zum Eigenwert 1, den nenne ich jetzt V1. Der ist dann nämlich minus 1, minus 1, 1. Es kann sein, dass ihr da als Ergebnis zum Beispiel auch 1, 1, minus 1 rauskriegt oder irgendein anderes Vielfaches. Theoretisch könnt ihr hier beliebige Vielfache rausbekommen. Denn letztendlich ist das, ja, sind ja das unendlich viele Lösungen. Und jetzt kommt der entscheidende Knackpunkt. Wir haben nämlich hier unseren Eigenvektor. Und alle Eigenvektoren, also das ist quasi ein Eigenvektor, alle Eigenvektoren, die das erfüllen, also alle Vektoren, die diese Bedingung eben erfüllen, das heißt t mal minus 1, minus 1, 1, die formen ja einen sogenannten Vektorraum. Also alle Vielfache von dem Vektor hier sind ja ein Vektorraum. Und der Vektorraum mit allen Eigenvektoren zu einem Eigenwert, also hier zum Eigenwert 1, den nennt man dann den Eigenraum. Das heißt, der Eigenraum, das ist dann eigentlich dieses t mal minus 1, minus 1, 1, also dieser Vektorraum hier drumherum. Und der Eigenvektor ist eben das. Es kann jetzt passieren, dass ihr zu einem Eigenwert mehrere verschiedene Eigenvektoren herausbekommt, die eben auch keine direkten Vielfachen voneinander sind. Also das ist der Eigenraum, eben nicht nur durch einen Vektor aufgespannt wird, sondern zum Beispiel von zwei. Das kann passieren. Aber was das genau heißt, das sehen wir dann im nächsten Video zum Thema algebraische und geometrische Vielfachheit. Hier geht es jetzt wirklich nur um die Frage, was ist der Eigenvektor und was ist der Eigenraum. Also Eigenvektor, dieser Vektor, Eigenraum, eben die ganzen Vielfachen oder der Vektorraum, der durch die Eigenvektoren zum Eigenwert aufgespannt wird.
So, jetzt war das ja aber nicht unser eigener einziger Eigenwert. Also wir haben eben den Eigenwert 1 mit dem Eigenvektor minus 1, minus 1, 1 und dem zugehörigen Eigenraum, alle Vielfachen, also die lineare Hülle, minus 1, minus 1 und 1. Der Übung halber mache ich jetzt die anderen hier auch noch, geht aber eigentlich gar nicht anders. Also könntet ihr jetzt auch kurz pausieren, selber ausrechnen und schauen, wie ihr das gleiche rausbekommt. Und zwar war unser nächster Eigenwert hier Lambda 2 gleich minus 1. Das heißt, wir machen wieder hier in diese Matrix, also A minus Lambda mal die Einheitsmatrix, setzen wir für Lambda jetzt die minus 1 ein. Dann steht da, ihr habt ja hier 1 minus Lambda, 1 minus minus 1 gibt 2, dann 2, 2 bleibt stehen, dann hier die 2 bleibt auch stehen, 1 minus minus 1 gibt nochmal 2, dann hier die 2, 1, 1, 3 minus minus 1 ist also 3 plus 1, gibt 4. So, und das hier mal x1, x2, x3 soll eben wieder 0, 0, 0 ergeben. So, jetzt lege ich das hier kurz zur Seite. Also das soll 0, 0, 0 ergeben, dann haben wir also wieder unser lineares Gleichungssystem. Ich mache es jetzt ein bisschen schneller. 2x1 plus 2x2 plus 2x3 gleich 0. 2x1 plus 2x2 plus 2x3 gleich 0 und x1 plus x2 plus 4x3 gleich 0. So, ihr seht schon, die Zeilen hier, die sind sogar identisch. Ja, jetzt, was kriegen wir raus? Lösen wir die untere mal nach x3 auf. Dann steht da 4x3 ist gleich minus x1 minus x2. Also hier habe ich minus x1 minus x2 gerechnet. Dann machen wir geteilt durch 4. Dann ist x3 ist gleich minus 1 Viertel mal x1 minus 1 Viertel mal x2. So, ich setze das in die hier ein. Wenn ich das da einsetze, dann steht da 2x1 plus 2x2, so jetzt plus 2 mal das sind also minus 1 halb x1 minus 1 halb x2 ist gleich 0. Können wir zusammenfassen, 2 minus 1 halb gibt 3 halbe. 3 halbe x1, hier wieder 2 minus 1 halb plus 3 halbe x2 ist gleich 0. Löse ich das Ganze nach x2 auf, dann mache ich minus 3 halbe x1. Dann steht da 3 halbe x2 ist gleich minus 3 halbe x1. So geteilt durch 3 halbe. Dann haben wir x2 ist gleich minus x1. So, setze ich das Ganze oben ein, sollte sich jetzt wieder geschickterweise schön wegkürzen. Also 2, so 2x1. Also 2x1 plus 2x2 sind also minus 2x1. Plus 2 mal das x3. Wo haben wir das x3? Hier. Also, wenn wir das zweimal haben, ist das wieder minus 1 halb x1 minus 1 halb x2 ist gleich 0. So, dann die x2 hier, die können wir ja wieder ersetzen. Also, das hier kürze ich eh schon weg. 2x1 minus 2x1 gibt eben 0. Dann haben wir also noch der steht minus 1 halb x1. Jetzt die x2 war ja minus x1, ist also plus 1 halb x1 gleich 0, passt, da kommt 0 gleich 0 raus. Sollte ja logischerweise, vor allem wenn das die gleiche Zeile ist. So, also das passt. Jetzt habe ich wieder, wenn ich wissen will, was x2 in Abhängigkeit von x3 ist, dann weiß ich ja, dass ich das x1 hier umschreiben kann. Also x3 ist gleich, so das x1 war ja minus x2. Das heißt, ich habe hier also 1 Viertel x2, minus 1 Viertel x2, also das ist auf jeden Fall 0. So, jetzt muss ich noch x1 und x2 in Abhängigkeit voneinander eingeben und da kommt jetzt mein t ins Spiel, nämlich t für x2 und dann das erste ist eben dann minus t. Oder umgeschrieben t mal minus 1 plus 1, 0. So, das heißt, unser Eigenvektor v2 ist also minus 1, 1, 0 und der zugehörige Eigenraum wäre eben dieser Vektorraum, der dadurch aufgespannt wird.
Wenn ihr es jetzt selber gerechnet habt und ihr habt hier zum Beispiel 1 minus 1, 0 raus, ist genauso richtig. Wie gesagt, alle Vielfachen davon sind ja eigentlich dann die Eigenvektoren. Hier unser dritter Eigenwert, also Lambda 3 war 5. Jetzt wieder das hier. Dann haben wir hier 1 minus Lambda ist 1 minus 5 gibt minus 4. 2, 2 wieder abschreiben. 2 bleibt wieder stehen, dann 1 minus 5 sind minus 4, 2, 1, 1, ein bisschen größer, 3 minus 5 sind minus 2. Und das Ganze wieder hier mal x1, x2, x3 ist gleich 0, 0, 0. So, das müssen wir jetzt wieder lösen. Also ich schreibe wieder das Gleichungssystem auf. Wir haben also minus 4x1 plus 2x2 plus 2x3 ist gleich 0. 2x1 minus 4x2 plus 2x3 ist gleich 0. Und x1 plus x2 minus 2x3 ist gleich 0. So, lösen wir das hier nach x3 auf. Mache ich also plus 2x3. Dann steht da x1 plus x2 ist gleich 2x3. Dann geteilt durch 2, also ich schreibe es jetzt auf die andere Seite, x3 ist dann 1 halb x1 plus 1 halb x2. Setzen das in die zweite Zeile ein, dann steht da 2x1 minus 4x2, so plus 2x3, also 2 plus 2 mal das sind eben plus x1 plus x2, ist gleich 0. Zusammenfassend, 2x1 plus x1 gibt 3x1, minus 4x2 plus x2 gibt minus 3x2. 2 ist gleich 0, machen wir plus 3x2, dann steht da 3x1 ist gleich 3x2 und geteilt durch 3, dann sehen wir x1 ist gleich x2. So, jetzt noch oben einsetzen, dann haben wir da stehen minus 4x1 plus x2 und x1 ist ja das gleiche, also plus 2x1, dann 2x3, also wieder 2 mal das hier, plus x1 plus x2 eigentlich, aber das ist ja das gleiche wie x1. Ist gleich 0, stimmt das? Da haben wir minus 4 plus 2 sind minus 2 plus 1 sind minus 1 plus 1 sind 0. 0 gleich 0 passt also. Jetzt müssen wir hier noch aufpassen, dass wir unser x3 irgendwie in Abhängigkeit von einem anderen angeben können. Also mache ich jetzt mal von x2. Wir wussten ja, x1 und x2 ist das gleiche, das heißt, das sind also 1 halb x2 plus 1 halb x2 gibt eben x2. So, und jetzt sehen wir nämlich, wenn wir da wieder diesen Vektor mit t, also ich nehme jetzt mal x3 ist t, x2 ist dasselbe, also auch t, und x1 ist auch dasselbe, also habe ich t, 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 oder t mal 1, 1, 1. Und damit habe ich meinen Eigenvektor v3 ist gleich 1, 1, 1. Und der zugehörige Raum, wieder der Vektorraum, der hier aufgespannt wird.